Mein Name ist Dr. Dorothée Charleton und ich habe meine Zahnarztpraxis in der Kölner Innenstadt und habe mich auf die ästhetische und funktionelle Zahnmedizin spezialisiert. Aufgewachsen bin ich dank des Berufes meiner Eltern in der Kosmetik, ja. Und dadurch hatte ich schon sehr früh als kleines Kind schon immer diesen Hang zum Perfektionismus und zur Schönheit. Und so hat sich das eigentlich noch mehr entwickelt. Und das Schöne ist, dass ich eigentlich jetzt auch wieder kosmetisch tätig bin, ja, aber vor allen Dingen mit meiner primären Leidenschaft der Medizin. Also eine tolle Kombination. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es heutzutage wir sind das Jahr 2019, ja, nicht Behandlungen, die vereinfacht und angenehmer für den Patienten gemacht werden können. Und und dann kam der Prophylaxis-Master und das GBT-Konzept. Das vereint gerade alle diese Punkte, wonach ich gesucht habe. Und zwar gerade diese Schmerzfreiheit, angstfreie Behandlung, aufklärend vor allen Dingen gerade wegen dieser GBT-Methode. Die Behandlung gerade für uns als Behandler, auch mit der GBT-Methode, ist auch für uns revolutionär. Weil wir arbeiten viel ergonomischer, das Handstück ist leicht, das Gerät ist einfach zu handhaben. Und ich sag immer, wenn ich dahinter stehe, ist das das Beste für meine Patienten. Was ich liebe, ja, bei diesem System ist wirklich das schmerzfreie Behandeln, gerade mit dem Pluspulver, ja, mit dem Airflow. Hier habe ich eine sichere, sanfte und vor allem effiziente Entfernung des Biofilms, von Verfärbungen, ja, und vor allen Dingen mit der regulierbaren Wassertemperatur. Ja. Und das ist einfach sensationell. Und kein Polieren mehr. Und zwar Lächeln bedeutet ja Selbstbewusstsein, Vertrauen, Wahrnehmung, ja, das widerspiegelt das eigene Ich. Und für mich war das immer wichtig, dass ich gerade dieses Gefühl des Lächelns, ja, auch Patienten wiedergeben kann. Und das ist eigentlich der schönste Dank, den ich bekomme, jeden Tag in diesem Beruf oder auch meine Berufung, muss ich sagen, ja, lächelnde und schöne Patienten zu sehen.